Hallo und willkommen in Elite Dangerous Gameplay. Ich habe da zwei Missionen angenommen. Einmal so eine Sabotage und einmal so eine Bergungsmission. Da muss ich jetzt Mikrotransformationen beschaffen. Von einer Absturzstelle. Da Sabotage, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Produktion stören, Sabotagemission. Mal sehen, ob wir das überleben. Es gibt für beide Missionen jeweils satte 4 Herstellungsanweisungen. Deswegen habe ich die angenommen. Wegen der Belohnung. Da die Flugzeiten ja immer sehr lang sind, werde ich das hier in dem Video dann, bevor ich es rausgebe, auch noch ein bisschen zusammenschneiden. So, da werden wir erstmal abzischen zu dem Mikrotransformator, wo wir den da bergen sollen. Hier im System, ein bisschen weiter weg. So, angekommen gleich. Schauen wir doch mal auf, ob auf dem Planeten noch irgendwas anderes Interessantes ist. Ja, ich könnte ihn eigentlich gleich scannen. Mit dem DOS, dem Detail-Oberflächenscanner. Ein Signal menschlich. Irreguläre Markierung. Und kleines Wrack gibt es da noch. Aktive Energiequelle. Naja, gut. Jetzt nichts Berauschendes erstmal. Dann fliegen wir mal zur Aufprallstelle. Da kommt sie. Aha. Ja, die war wieder hinter dem Planet auf der dunklen Seite. Ja. So, OC ist überwunden da auf der rechten Seite. Im HUD. Jetzt kommt gleich der Austritt ATR. Der Austritt aus dem Orbital Cruise. Das haben sie hier mit ATR abgekürzt. So, Nachtsicht an, damit man überhaupt mal was sieht hier. Sind wir jetzt auch schon da. So, da der SRV ja nach hinten raus im Heck immer rauskommt, muss ich mal sehen, dass ich mich so hinstelle, dass ich da gleich auf diese Stelle zufahren kann. Sonst muss ich erst wieder ums Schiff drum herum fahren. Ja, muss ich eigentlich drüber fliegen. Mich mit dem Heck dazu zur Stelle ausrichten. Bei dem Diamondback Explorer. Ja, jetzt sind wir ein paar Meter weg, so 80 Meter. Jetzt sind wir noch nicht dran. So, jetzt bin ich drüber weg.
Ja, da ist keine vernünftige Landestelle. Na dann hier. So. Punkt hat er auch. Den scannen wir jetzt erstmal mit dem SRV. Was gibt denn mit der Geheiminformation? Die kann man verkaufen. Und auf die Füße. Da gibt es wieder was zum Aufschweißen. Der Mikrotransformator. Da gibt es noch, da oben, ein rotes Panel. Das machen wir natürlich auch noch auf. Ob hinter der Regulatorlade was Gescheites ist. Nee, das ist auch wieder nur das an ausrangierte. Das hätte auch ein gescheiter Energieregulator sein können. Dann hätte der bläulich geleuchtet. Toller Satellit. Tja, na dann gehen wir wieder. Die Mission hätten wir schon mal. Jetzt packen wir erstmal das ganze Zeug aus, rüber in den Schiffs- bzw. SRV-Rucksack, Inventory. Jo, und dann geht's wieder ab. So, diese vier Herstellungsanweisungen hätte ich dann schon mal, sobald ich die Mission abgebe. Fliegen wir erstmal in das andere System noch, wo ich da die Sabotage durchführen muss. Systemkarte kann ich noch nicht einsehen, da war ich noch nie. Also Route
und ab die Post. Treibstoff schnappen. Da müssen wir hin. Da unten. Zu der Navarro. Mhm. Zum Ingenieurdepot auf Navarro. Flächenscanner ist schon wieder aktiv. Da werden wir doch den gleich wieder mal scannen. Diesen Mond. Surface scanned by 50%. So, fünf menschliche Signale. Was haben wir denn da? Künstliche Struktur. Dreimal kleines Wrack. Das war's. Naja, machen wir erstmal diese. Machen wir mal diese Mission weiter. Sabotage. Produktion stören. Das wird dann so ein Prot-Gebäude sein. Mal gucken. Orientieren wir uns erstmal ein bisschen vom Schiff aus. Da ist links ist Power. Das in der Mitte steht nichts dran. Da rechts steht Int dran. Das in der Mitte, ja, das ist die Kommandozentrale, CND. Ja, dann ist das Industriegebäude, die Produktion, das INT, dürfte das sein. Da muss ich dann hin. Da muss ich irgendwie die Produktion sabotieren. Landeerlaubnis. Ich bin zu nah dran, glaube ich. Ja, ich müsste doch eigentlich landen dürfen. Ich bin doch bei denen noch nicht böse. Mal ein Stückchen wegfliegen.
jetzt klappt's. Aber ja, ich war zu nah dran. Speisen Sie pyrolytische Katalysator in das Produktionsequipment der Siedlung ein. Und das gibt 4 Einheiten Herstellungsanweisungen. Schön. Noch 6 Stunden Zeit. Mein Missionsgegenstand ist ja ein verbotener Gegenstand. Da darf ich mich auch nicht scannen lassen von denen. Muss ich mich da reinschleichen? E-Breach habe ich nicht dabei. Das wäre ja auch schlecht, wenn sie mich das scannen. Der Mikrotransformator von der vorhergehenden Mission stört nicht. Ja, aber da, ja, da ist das rote Symbol. Und der biochemische Wirkstoff, der wird mir auch nicht bekommen, wenn die mich scannen würden. Also ich darf da keinem Soldaten begegnen, der mich scannen will. So geht's schon los. Ja, da patrouilliert einer am Eingang. Wir müssen einen kleinen Umweg gehen. Naja, was heißt Umweg? Ich muss ja in dieses Int-Gebäude rein. Wenn ich das richtig verstehe. Nur aufpassen, dass mir da keine entgegenläuft oder so. Da hinten, da läuft schon wieder eine. Dann gehen wir erstmal aufs Dach. Schauen wir mal, ob wir von da oben irgendwas erstmal checken können. Das kann man auch aufbrechen, aber das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Da ist irgendwie doch nichts zu beginnen. Da muss man dann doch noch mal die Sicherheitsstufe 3 haben. Da passiert auch nichts, wenn ich da drauf klicke. Transfer oder so. Ja. Da steht eine gelbe Kiste, die ist verschlossen. Und da Medizin. Medipacks. Da hinten läuft eine. Da steht doch noch eine. Ja, links. Läuft da auch jetzt gerade weg.
im Fenster reinschauen. Und da unten, da läuft auch was mit dem gelben Hut auf. Das sind Arbeiter. Also leer ist das Gebäude nicht. Hier, da läuft er wieder da unten. Läuft er dauernd hin und her. Da sind wir zwei Soldaten. Hier einbrechen, das ist ein bisschen offen. Vielleicht gibt es noch einen Eingang. Da. Er ist ja passend versteckt hier. Das ist doch schon mal Absicht. Dass hier noch diese Kisten davor stehen. Ja, jetzt könnte ich hier E-Breach benutzen, wenn ich eins dabei hätte. Aber das kostet ja auch Geld. Kann man genauso gut aufschweißen. Checken hier. Überladung läuft. Überladung beendet. So. Da kommt doch gerade passend eine raus, Mensch. Das ist ein Soldat. Mal gucken, ob ich dem aus dem Weg gehen kann. Die hat mich jetzt gesehen. Das ist ja. Und tun Sie das nicht wieder. Scannen wollte sie mich jetzt zum Glück nicht. Nicht oft Besuch. Was? Krieg nicht oft Besuch. Also die war jetzt nicht böse. Die Arbeiterin. Jetzt müsste ich mal schauen, ob ich hier gucken kann, wo ich überhaupt hin muss. Die Automatisierungseinheit finden in der Industrieproduktion. Zugang nur für Zugang Level 2 habe ich nicht. Kann ich die Informationen vom Terminal auch nicht bekommen. In das Produktionsequipment. Da oben rechts steht Automatisierungseinheit 1 in Industrieproduktion. Das müsste ja dann so ein Datendings da irgendwie sein, so ein rotes, so ein Brett, so ein rotes mit so einem Datenpanel. Da unten ist auch jemand.
da jetzt eine rein oder raus? Ich will doch was laufen. Ich habe hier noch irgendwie nicht einen Plan, so wirklich. Was sind das für Punkte? Diese grüne Punkte und da oben die Markierung? Hä? Muss ich da vielleicht doch woanders hin? Das verwirrt mich jetzt. Jetzt habe ich da diesen grünen Punkt und diese orangene Markierung da oben. Verstehe ich jetzt nicht so. Jetzt zeigt mir das irgendwie auf das Power-Gebäude, auf das Kraftwerksgebäude. Gut, da gehe ich jetzt mal dahin. Ich habe so eine Mission ja noch nicht gemacht. Vielleicht wird das jetzt doch angezeigt, wo man hin muss. Nochmal zusätzlich. Obwohl da steht Industrieproduktion. Ich bin verwirrt jetzt. Na gut, da gehe ich jetzt mal der Markierung nach. Ja, die zeigt jetzt da rein. Schon wieder eine. Schnell weg, bevor er mich sieht. Moment. Noch hält's. Lass mal gucken, ob hier eine gelbe Kiste vielleicht rumsteht, die offen wäre. Anzug aufgeladen. So, neue Batterie, dann können wir jetzt wieder überladen. Da steht jemand. Hier könnte ich mich erstmal mich aufladen. Jawohl. Da links steht einer. Ja, hier können wir schon mal was klauen. Sie dürfen sich hier nicht aufhalten. Verschwinden Sie! Die im Industriegebäude war freundlicher. Da ist die immer noch mit ihrer Pistole da rum. Eieiei.
mal eingeflochten, nachträglich hier ins Video. Ich habe mir selbst diese Markierung gesetzt, dummerweise. Das habe ich gar nicht gecheckt. Das habe ich jetzt nachträglich gesehen. Das habe ich jetzt erst beim Anschauen von dem Video nochmal entdeckt, dass ich die Markierung am Terminal selber gesetzt habe. Ja, ich hätte also doch ins Industriegebäude gemusst. Na, so viel mal zwischendurch noch hier ins Video eingeflochten. Ja, da schießt die jetzt auf mich. Wenn ich die jetzt erschieße, könnte ich die vielleicht scannen und den der ihre Sicherheitsstufe kriegen. Was? Ich brauche einen besseren Zielweg. Da kommt jetzt noch eine. Na. Ah, verdammt, das sind ja noch drei. Ich habe gar keine Chance, nee. Das war chancenlos. Dann gegen 5 auf einmal. Und dann habe ich gerade auch noch bemerkt, ich habe mein Schild gar nicht eingeschaltet, glaube ich. Das hätte eh nichts genutzt gegen 5. Ja, also. Mal wieder neu starten. So, Grund für Angriff, Verbrechen, Strafstatus gesucht. Ja, ich war im Anzug und ich komme da jetzt ins Gefängnis. 76 Lichtjahre entfernt. Und 1000 Credits muss ich auch noch dafür bezahlen. Na gut, dann wählen wir da neu einsetzen und dann stecken wir da jetzt im Gefängnis fest. Da bin ich jetzt in der Zelle. Keine Schwerkraft. Magnetkontakt aktiv. So, gut. Den Transformator habe ich noch. Hier ist gegen irgendwie gar nichts illegal, sehe ich gerade. Das ist kein Zeichen für Illegales. Das Teil, mit dem ich Sabotage machen wollte, ist auch weg. Das habe ich auch nicht mehr. Von der Mission. Da, der Wächter. Dicke Knarre hat er. Felloni ist futile. Was auch immer das heißen mag. Da ist ein Apex. Ich muss da wohl ein Taxi nehmen. Mein DBX-Schiffchen, das steht ja jetzt noch an dieser Navarro-Siedlung rum. Willkommen bei Apex Interstellar. Wohin möchten Sie heute reisen? Ja, Langstrecken-Shuttle muss das sein. Ich muss ja schließlich jetzt den 76 Lichtjahre Entfernung wieder. Ja, ich lass mich erstmal dahin fliegen und gebe die Mission ab. Gebe ich erstmal die Mission da in der Station ab. Ich habe Ihren Flug bereits bestätigt. Danke, dass Sie Apex Interstellar gewählt haben. Und dann fliege ich mein Schiff holen. Dann lasse ich mich da nochmal hinfliegen. Mein Schiffchen holen. Thank you.
Düppelwerfer. Mhm. Da ein Düppelwerfer. Mhm. Tja, lassen wir uns vom Sean mal heimfliegen. Apex sagt danke. Hier erforscht man gleich. Hier erkundet man gleich mit, automatisch. Na, immerhin etwas. Da kriege ich jetzt Erkundungsdaten. Ein bisschen was zumindest. Ja, da sind diese 1000 Credits, die ich eben da im Gefängnis bezahlt habe, ja gleich wieder draußen. Und die 33.000 fürs Shuttle vielleicht auch, wenn ich hier Erkundungsdaten mitnehme, automatisiert. So, noch zwei Sprünge, da ist die Strecke. Kurz vor dem Ziel. Schon davor. Das könnte ich mir auch vorstellen, noch für die Multicrew-Funktion, dass man da in der Crew-Launch sich einen Piloten buchen kann, der einen fliegt. Das wäre auch nochmal so eine Funktion, die mir gefallen würde. So wie das im X4 ist, dass man die Piloten, dass man sich von den Piloten einfach chauffieren lassen kann. In den eigenen Schiffen. Wenn man dann so eine Crew einstellt. In der Crew-Launch. Und nicht nur für Fighter, für die das ja eigentlich funktioniert, sondern eben auch vielleicht einfach sich fliegen zu lassen. Nun denn, gehen wir mal die Mission abgeben.
sind sicher eine gute Wahl. Wollen Sie sich was verdienen? So, wenigstens 4 Herstellungsanweisungen. Wenigstens die 4 kriege ich. Ja, da ist noch gesperrt. Offene Strafen. Was habe ich denn da jetzt noch? Offene Strafen. Gucken wir mal durch hier. Geheiminformationen habe ich verloren. Durch dieses Abschießen. Ja, aber da habe ich noch eine Strafe. Na gut, bezahlen wir die lieber mal. Bevor da einer ein Kopfgeld wieder auf mich aussetzt. Willkommen bei Apex Interstellar. Wo möchten Sie hin? Ja, fliegen wir jetzt mal zu meinem Schiff. Ja, das ist... Nee, das ist ja gar nicht hier. Geht ja kein lokaler Shuttle. Ich muss ja schon wieder jumpen in ein anderes System. Ja, da ist das ja, das Schiff. Da unten ist die Markierung. Kostet mich nochmal 5000 Credits. Das war's wohl. Navarro. Da muss ich hin. Da machen wir Engineering Depot. Da wartet doch noch mein Schiff auf mich. Apex Interstellar wünscht Ihnen eine schöne Reise. Wo muss ich hin? Da. Ja. Sind die Lifts zu den Apex-Transporten, die Lifte. Das ist jetzt wieder ein anderer Transport. Aber derselbe Pilot. Anderes Schiff. Oh, gut. Hallo, machen Sie es sich gemütlich. Das hat eine andere Farbe. Oder er hat schon den umlackiert. Könnte ich eigentlich mal ein bisschen was hier an Nachrichten löschen, während der mich da rumfliegt. Hyperraumsprung steht unmittelbar bevor. Thank you.
Kampf in ein System floriert, da gibt es immer etwas mehr Trinkgeld. So, da sind wir fast da. Trinkgeld will er auch noch haben. So, so. Kommt die Siedlung in Sicht. Schön die Flügel eingeklappt beim Landen. So, da sind wir wieder. Jetzt muss da ja irgendwo mal ein Diamondback Explorer stehen. Und gibt aber eigentlich keinen Platz für den. Naja, steigen wir mal aus. Schiff da. Na, ich gehe mal von der Bucht runter. Von der Landebucht runter. Dann könnte ich eigentlich gleich mal gucken, ob es da vielleicht noch eine Kiste gibt, wo man was klauen kann. Munitionskiste. Da steht da ja auch eine gelbe Kiste rum. Gleich checken. Da steht hier mein Schiff. Da ist er. Von Geisterhand aufgetaucht. Na dann. So funktioniert das. So funktioniert das. Und es wird dann einfach wieder dahin gebeamt. Das war jetzt wieder ein Erlebnis. Ja, dann war's das erstmal wieder. Ja, muss ich mal sehen mit der nächsten Sabotagemission, wie das funktioniert. Muss ich nochmal ausprobieren. Dann erstmal danke fürs Zuschauen. Alles Gute. Und tschüss, bis zum nächsten Video.